ETA 8 wurde in Nürnberg auf der Straßendepot letzte Woche vorgestellt. Und Weihnachtsmärkte haben seit Freitag offiziell in vielen Städten von Deutschland wieder offen. Und bald ist der Adventskalender für alle eröffnet oder die Adventszeit startet und da geht echt zu News Nummer 1. Am 19.11. wurde die neue Straßenbahn DTA von der VAG für die Öffentlichkeit vorgestellt. Das Besondere an der Straßenbahn ist, dass wir den Fahrgästen eine komplette Klimatisierung anbieten. Wir haben wieder ein 100% Niederflurfahrzeug, wo alle Sitze ebenerdig erreicht werden können. Wir bieten große Multifunktionsbereiche an vielen Türen, in denen dann Leute mit Rollatoren, mit Kinderwägen, mit Fahrrädern viel Platz haben. Wir haben zwei Behindertenplätze für die Rollstuhlfahrer zusätzlich im Angebot an Türe 2, 3. Besonderheiten sind auch ein sehr gutes Fahrverhalten des Fahrzeuges. Es fährt sehr ruckarm und bremst sehr sanft ab, was den Fahrkomfort sehr erhöht. Die VAG hat sich die 26 neue Straßenbahnen zugelegt, um eine Steigerung von 30% bis 2030 zu ermöglichen, um Personen transportieren zu können. Zugleich wird auch die Schienensystem ausgebaut. Um die Sicherheit zu gewähren, gibt es einen System. Das Ganze ist aber auch so, dass wir jetzt uns über die IT-Sicherheit sehr viel Gedanken machen müssen und die entsprechend absichern, damit hier keiner von außen auf das Fahrzeug zugreifen kann. Die neuen Fahrzeuge von VAB fahren mit Elektro, wie Busse, U-Bahn und die Straßenbahn. Was ist der Unterschied zu den anderen Straßenbahnen? Im Vergleich zu unseren Bestandsfahrzeugen können wir sagen, dass wir hier eine sehr gute Weiterentwicklung haben. Wir haben auch zusätzliche Türen. Die Bestandsfahrzeuge haben auf derselben Länge 5 Türen. Hier bieten wir 8 Türen, einfach um an Haltestellen den Verkehrsfluss zu verschnellern, also dass einfach die Fahrgäste schneller aus- und einsteigen können und wir den Fahrplan besser halten können. Mit diesen Zielen geht es ab Dezember dieses Jahres noch auf die Nürnberger Schienen. Seit Freitag sind wieder die Weihnachtsmärkte gestartet, die wieder mit Lebkuchen, Glühwein oder Schmuck oder dergleichen anbieten. Schaut in eure Stadt, was es da genau gibt. Beitrag würde ich vielleicht irgendwann die nächste Zeit bei mir auch noch einnehmen, aber mal schauen. Und ich wünsche euch jetzt schon mal eine schöne Weihnachtszeit und habt eine schöne Zeit. Wir kommen jetzt zum Adventskalender dieses Jahres.
ab Donnerstag könnt ihr den Adventkalender jeden Tag sehen. Ab ca. 10 Uhr wird er jeden Tag veröffentlicht. Ja, 24 Tage stehen wieder vor uns auf einer spannenden Reise. Was das Team und ich uns überlegt haben, ich bin aktuell noch sehr fleißig im Schnitt, weil ja ungefähr ein Drittel fehlt noch, aber das sollte kein Problem sein. Das bekomme ich die nächsten Tage dann auch noch hin. Aber die ersten paar Tage sind schon mal safe fertig. Ich hoffe mal, es wird auch für euch ein interessanter Adventkalender. Und ihr könnt auch natürlich etwas gewinnen. Es sind 22 Buchstaben oder 23 Sachen. 22 Buchstaben sind versteckt. Und wer das richtige Wort errät oder der am 24. Türchen reinschreibt, kann etwas Schönes gewinnen. Da ist etwas Leckeres drinnen. Eine Zaubertasse, aber auch ein paar andere Kleinigkeiten sind da drinnen. Und ich hoffe mal, dass du der nächste Gewinner davon bist. Und ich sag damit erstmal, das war hier erstmal mit News der Woche für dieses Jahr. Vielleicht kommt spontan noch irgendwie mal was. Aber für dieses Jahr war das hier erstmal. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Und bis dahin, habt eine schöne Adventszeit, einen guten Rutsch in das kommende neue Jahr 2023. Damit macht gut, bleibt gesund und wir sehen uns. Bye bye.